Schönen guten Tag, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt in der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und in der heutigen Ausgabe unseres Videoblogs geht es um Recht für App-Entwickler, also Entwickler, die Software fürs iPhone entwickeln. Ich mache dieses Video deswegen, weil ich genau zu dem Thema in München am Montag einen Vortrag halte und wir dabei eigentlich auf ganz interessante Sachen gestoßen sind, die vielleicht so nicht unbedingt jedem bewusst sind. Und zwar haben wir uns den App Store angeschaut und mal eine der berühmtesten Apps uns vorgenommen. Das ist jetzt hier den WhatsApp Messenger. Den kennt der ein oder andere vielleicht auch. Dieser WhatsApp Messenger kostet 79 Cent. Und was der kann oder nicht kann, das wird im App Store beschrieben von Apple. Und diese Beschreibung habe ich mir angeschaut. Was mir aber fehlte, und leider muss das eigentlich auf jeder Internetseite oder jedem Telemediendienst auch sein, ist ein Impressum. Das heißt, ich frage mich hier gerade, wer ist eigentlich der korrekte Anbieter der WhatsApp-App? Also, das ist eine Sache. Wer hier Sachen in den App Store stellt, der muss letztlich auch ein korrektes Impressum mit vorhalten. Darüber hinaus wird er ja kostenpflichtig angeboten für 79 Cent. Und immer dann, wenn etwas verkauft wird über das Internet, dann muss den Menschen, die etwas kaufen, auch ein Widerrufsrecht eingeräumt werden. Hier ist es zwar so, dass das Widerrufsrecht erlischt, wenn man dann die App komplett runtergeladen hat, aber zunächst einmal muss darüber informiert werden vor dem Kauf. Und das ist hier auch nicht der Fall. Also eigentlich eine Stolperfalle. Im Moment wird das noch nicht großartig abgemahnt. Das wundert uns allerdings. Hier muss man also schon relativ frühzeitig Informationspflichten ansetzen. Darüber hinaus müssen App-Entwickler vieles beachten. Insbesondere ist es wichtig, dass man Softwarecode, den man exklusiv an irgendjemanden verkauft hat, nicht mehrfach verkauft. Das heißt, oftmals ist es so, man hat eine schöne Funktionalität entwickelt. Zum Beispiel das Versenden einer E-Mail direkt aus einer App heraus und hat da den Code geschrieben und hat dann das Ganze eingebunden in ein großes anderes Projekt. Dieses große andere Projekt wird exklusiv, wie das häufig der Fall ist, einer Firma verkauft. Und dann hat man das nächste Projekt, wo nochmal so ein Baustein benötigt wird. Und eigentlich darf man, wenn man exklusiv den ganzen Code verkauft hat, dann nicht noch einmal diese Software benutzen oder diesen Softwareteil. Auch darauf muss man als App-Entwickler achten. Interessant auch, wenn man was reinstellt in den App Store, und das gilt jetzt nicht nur für die Entwickler, sondern auch für die Unternehmen, die sich etwas entwickeln lassen haben, da muss man gucken, für wen bietet man diese Applications an? Ist das nur für den deutschen Markt? Richtet man sich auch an den US-amerikanischen Markt? Wenn das der Fall ist und man verschiedene Märkte anspricht, dann muss man leider auch all die Regularien, die für den Verkauf von Software im Internet für all diese Länder gelten, beachten. Ein nahezu kaum zu vollbringendes Vorhaben. Es ist also unheimlich wichtig, dass man sich vor Release einer solchen App darüber klare Gedanken macht. Dazu gibt es noch unendlich viel zu sagen. Der Vortrag, den ich da am kommenden Montag halte, der ist 3 Stunden lang. Das sind, mal gucken, das sind 3,5 Minuten aus diesem Vortrag, der so ein bisschen anreißt. Wo sind überall Stolperfallen für Apple-Entwickler? Gilt aber auch für Software-Entwickler im Allgemeinen, aber insbesondere bei Apple ist das hier ein kleines Problem oder sollte beachtet werden oder schlummern noch so ein paar versteckte Stolpersteine. Sollten Sie das betreffen, können Sie uns gerne dazu kontaktieren. Wir erörtern dann, was es für ein Vorhaben ist, ob wir Ihnen behilflich sein können, was das Ganze kosten würde. Und ansonsten gibt es auch einige Informationen dazu schon auf unserer Internetseite, gerade zur neuen App-Entwicklerrichtlinie von Apple. Und die Internetseite findet man auf wbs-law.de und auf facebook.com/kanzlei-wbs. Können Sie auch ganz direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ansonsten freuen wir uns sehr über jeden neuen Videoabonnenten hier und würden uns freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch für dieses Video geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.